Der Schweizer Urs Huber und die deutsche Adelheid Morath haben die 13. Auflage des M3 Montafon Mountainbike Marathon gewonnen. Für den vielfachen Schweizer Mountainbike Marathonmeister war es bereits der 4. Erfolg beim M3. Dieses Mal hatte er aber hart zu kämpfen und setzte sich erst im Finale nach 130 Kilometer um 4500 Höhenmeter gegenüber dem jungen deutschen Caleb Kieninger durch. Dritter wurde mit Franz Klaas, ein Athlet aus Belgien. Der Caleb fuhr super, sehr stark heute und trotzdem war ich aber zuversichtlich, dass es im Sprint klappen sollte für mich. Und es kam dann genau so und es war super schön jetzt hier wieder zu fahren und natürlich mit dem Sieg wieder ein sehr geglückter Tag. Anders das Bild bei den Frauen. Die zweifache Olympiateilnehmerin Morath gewann souverän vor der Tschechin Milena Kalasova und der Italienerin Bianca Morvillo. Es war zum Schluss dann doch sehr, sehr hart, das bis ins Ziel durchzukämpfen. Also die Rampe zum Stausee, zum Kopfstausee, das ist ja eine brutale Steigung, ja. Beste Österreicher wurden jeweils Tiroler. Bianca Sommervilla bei den Damen als Vierte, sowie Philipp Handl bei den Herren als Achter. Gleich zwei heimische Podestplätze gab es beim M2 über 65 Kilometer und 2400 Höhenmeter. Hinter der südafrikanischen Meisterin Amy Wakefield wurde die Bregenzer Wälderin Anna Stöckler hervorragende Zweite. Mein Training ist eigentlich hauptsächlich meine Arbeitsstrecke. Ich fahre jeden Tag fast, wenn sie drängen, nach St. Margrethe vom Bregenzer Wald aus zum Arbeiten und dann übers Gebirge heim. Wochenende, wenn ich Zeit habe und nicht am Höhe bin, fahre ich auch ein bisschen umeinander, wenn das Wetter passt. Auf Rang 3 die deutsche Antonia Daubermann. Bei den Herren musste sich U23-Staatsmeister Julius Scherer nur dem deutschen Sieger Pirmit Eisenbart und dem Schweizer Roger Jenny geschlagen geben. An die 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren auch bei der diesjährigen Auflage des M3 Montafon Mountainbike Marathon über die verschiedensten Distanzen am Start. Besonders gut angenommen wurde neben den Bewerben M1 und M-Fit die Montafoner E-Bike-Genussrunde, wo sowohl etliche Höhenmeter bewältigt wurden, aber der kulinarische Genuss ebenso im Mittelpunkt stand. Genau, wir haben das Repertoire einfach vom Mountainbiken aufs E-Biken ein bisschen erweitert, weil wir gemerkt haben, auch da ist natürlich Bedarf da. Und es ist nicht Zeitnehmung, sondern wirklich nur auf Genuss ausgerichtet. Der 14. Auflage des M3 Montafon Mountainbike Marathons steht nichts mehr im Wege. Fürs nächste Jahr planen wir ein Level höher. Wir sind nächstes Jahr als C1-Rennen gelistet. Ausführlich berichten wir dann über den M3 Mountainbike Marathon im kommenden K19-Magazin.